So, letzte Woche haben wir ihn schon groß und breit angekündigt auf der Homepage, dass er ein Interview geben würde. Da hat er uns versetzt oder umgekehrt. Heute ist er da, der jüngste Spieler im Kader der ersten Mannschaft, wenn gerade mal kein A-Jugendlicher auf dem Platz steht. Steffen Engelhardt, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor. Also ich bin der Steffen Engelhardt, bin 18 Jahre alt, am 29.12.91 geboren und bin, wie gesagt, der jüngste Spieler. Weil ich 2 Tage später geboren wäre, dann könnte ich noch A-Jugend spielen. Deswegen bin ich wahrscheinlich immer der Jüngste in jeder Jahrgangsstufe. Das ist ja wirklich fast zwangsläufig dann. Was mir jetzt aufgefallen ist, in den letzten 3 Spielen, in denen du ja jeweils zum Einsatz kamst, in Forchheim hast du dein Debüt gegeben, in der Innenverteidigung hast den Captain vertreten, hast das wirklich ordentlich gemacht. Im letzten Heimspiel gegen Deggendorf hast du zuerst Verteidiger gespielt, später auf der 6 und dann gar nicht mehr. Da komme ich später nochmal dazu. Und jetzt in Ammertal spielst du plötzlich rechtes offensives Mittelfeld. Können wir bald damit rechnen, dich auch mal im Tor zu sehen oder im Sturm noch? Oder wie siehst du das? Wo siehst du deine Stärken? Also ich bin so eingestellt, dass ich, egal auf welcher Position mich der Trainer aufstellt, dass ich spiele. Hauptsache ich spiele. Bevor ich auf der Bank sitze, spiele ich lieber Stürmer oder Torwart. Bloß ich möchte spielen, aber gut, das in Ammertal. Das war bloß eine Notlösung, weil sich der Basti Herzner verletzt hat. Der Stefan hat eigentlich schon geplant, dass er mich hinten einstellt dann noch zum Schluss. Und durch das, dass sich der Basti dann verletzt hat, hat er mich halt dann auf die rechte Seite gestellt. Und in der Drangphase, wo die Ammertaler waren, musste man eigentlich nur noch verteidigen. Und ich denke, das habe ich ganz gut noch erledigt, die letzten 10 Minuten. Ja, du hast auch den einen oder anderen Konter mitgefahren. Du warst ja am Hammi vorne kräftig zur Seite gestanden, oder? Ja, deswegen habe ich auch in der Mannschaft den Spitznamen Lucio. Oh. Weil ich als Verteidiger früher, jetzt hat es sich ein bisschen gelegt, oft mit nach vorne gelaufen bin. Und ja, durch das, dass der Basti ja offensiv gespielt hat, haben wir gedacht, ja, probieren wir es halt einmal und gehen mal mit vor. Da war ja dann bloß der Hami und ich und dann, gut, war hin noch Absicherung, deswegen habe ich mir nicht so viel Gedanken machen müssen. Dann hat es gereicht. Du hast gerade angesprochen, wichtig ist dir, dass dich der Trainer aufstellt. Ihr habt einen neuen Trainer seit Montag. Wie ist das Ganze? Wie macht sich das? Ja, also der erste Eindruck, als ich zur Pressekonferenz kam, muss ich ehrlich sagen, war ein bisschen, der Jogi Löw sitzt da. Rein vom Äußerlichen her. Aber nee, das Training ist einfach überragend. Ich habe es ja schon bei Greuther Fürth gehabt. Da habe ich auch schon einen Trainer mit Fußballlehrerlizenz gehabt. Das ist einfach ein ganz anderes Training, wie jetzt, wenn es ein anderer Trainer macht, der wo jetzt kein Fußballlehrer ist. Und der Slobodan Bajic, der denkt auch noch wie ein eigener Spieler. Und ich finde, sowas ist immer wichtig, wenn man weiß, wann der Spieler Pause braucht, wann er ein bisschen intensiver trainieren kann, was die Mannschaft braucht. Und ich finde, es ist bei einem Fußballlehrer einfach überragend. Und auch die Einheiten am Montag, Dienstag und Donnerstag, hat man schon gemerkt, er hat richtig Ahnung und er bringt uns das richtig weiter. Und mich persönlich, ich als 18-jähriger Bub, kann vom 48-jährigen Fußballlehrer eigentlich nur lernen. Jedes Wort, was er sagt, muss ich einfach aufnehmen und versuchen umzusetzen. Und ich denke, das bringt mich auf jeden Fall weiter. Fällt mir gerade was dazu ein. Das habe ich ganz bewusst rausgeschnitten auf der Pressekonferenz am Montag. Da hat der Slobodan gesagt, so in dem Nebensatz, am liebsten wären ja 4 bis 5 Mal Training die Woche. Und da hinten saß eine Mannschaft und hat überall gehört so, oh, warst du da auch dabei? Ja, im ersten Moment musste ich auch ein wenig schlucken, weil ich bin es ja jetzt auch gewohnt, sei in der A-Jugend und jetzt weil ich ja ein halbes Jahr A-Jugend gespielt habe und jetzt auch in der ersten nur 3 Mal zu trainieren. Aber durch das, dass ich 4 Jahre bei Greuther Fürth gespielt habe, haben wir auch 4 Mal in der Woche trainiert. Manchmal sogar 5 Mal. Wenn wir sonntags spielen, haben wir Samstag früh um 8:30 noch trainiert. Und ich denke, es ist einfach alles Gewöhnungssache. Und als Fußballlehrer ist man so weit, dass man weiß, wie man trainieren muss. Dass montags dann nur Auslaufen ist, freitags nur Standards trainiert werden, also nur lockeres Training. Und ich denke, da gewöhnt man sich dran. Bloß, bis man sich halt einmal dran gewöhnt, wird ein bisschen Zeit vergehen. Aber jetzt muss es erstmal eingeführt werden. Und ich denke, wenn das dann wirklich so ist, dass dann da jeder mitzieht und kann er das schleifen lässt und jeder 4 Mal zum Training kommt. Ich habe es ja vorhin schon mal kurz erwähnt, gegen Deggendorf musstest du ja die letzten, ich weiß nicht, 15, 16 Minuten zuschauen aufgrund einer gelb-roten Karte. Das interessiert mich eigentlich schon ganz, ganz lange. Ist das im Spielerkreis, in der Mannschaft? Gibt es da irgendwelche Strafen für? Gibt es da irgendwas? Muss man eine Runde ausgeben oder was muss man tun?
Also zuallererst einmal möchte ich sagen, es waren bloß 11 Minuten, wo ich nicht spielen durfte. Und nee, also Strafen überhaupt nicht. Ich bin halt dann am Montag nach dem Spiel im Training ein bisschen verarscht worden. Und die einzige Strafe, wo ich mich noch erinnern kann, ist, dass mich der Stefan beim Eckle-Spielen länger in der Mitte lassen haben, dass ich mehr laufen musste. Das war die einzige Strafe. Aber gut, ich denke, das passiert, dass man mal eine gelb-rote Karte kriegt. Ich denke, beim Abwehrspieler kommt sowas vor. Abschließend möchte ich noch gern was wissen. Du weißt ja, ich bereite mich sehr gut auf solche Interviews vor. Ich höre mich überall um. Und da ist mir zu Ohren gekommen, du bist ein heimlicher Karaoke-Star. Ist das richtig? Ja, Karaoke. Ist wegen übertrieben. Ich habe zwar das SingStar-Spiel daheim. Bloß, ja, wenn wir zum Training fahren und wir zu dritt oder zu viert im Auto sitzen, da weiß ich, das, was im Auto ist, bleibt im Auto. Aber anscheinend war das einmal so. Jetzt, wenn es schon nach außen dringt. Ich singe halt gerne mit. Ich kenne auch viele Lieder, viele Texte. Und am liebsten höre ich halt Calcha Candela. Da kann ich eigentlich fast jedes Lied mitsingen. Aber auch bei den englischen Liedern, da versuche ich zumindest mitzusingen. Aber wenn ich den Text immer nicht so richtig drauf habe, dann summe ich halt ein bisschen nebenbei. Aber ja, Musik gehört einfach dazu. Und es, ob Stimmungsmusik oder Bayern 1, Antenne Bayern oder Galaxy oder wirklich das richtige Harte von die Schwarzen. Der Radio 8 noch sagen, sind Sponsor. Oder das aus Amerika. Genauso wie Radio 8 oder sonst irgendwas. Also ich höre eigentlich wirklich jede Richtung von Musik und versuche mitzusingen. Aber am liebsten halt immer noch Calcha Candela. Es ist auch noch so, ich muss jetzt mal deine Kollegen in Schutz nehmen, weder Philipp Deeg noch der Tim Müller haben mir das verraten. Ich habe noch ganz andere Einzugsquellen. Und der hat mir eben auch gesagt, diesen Text von Calcha Candela, was ich mir kaum vorstellen kann, von Monster, kannst du einfach so, ohne irgendwie nachzulesen oder sonst was, das ist jetzt nicht gerade der langsamste Text, können wir 2, 3 Sätze nur aus diesem Text zum Abschluss noch von dir hören. Viel mehr mag ich gar nicht. Nee, ich möchte nicht das Mikrofon kaputt machen, deswegen lasse ich das lieber mit dem Singen. Und ich lasse das Singen im Auto und vielleicht, wenn wir dann nächstes Jahr in die Bayernliga aufgestiegen sind, dann nehme ich das Mikrofon vom Stadion und singe durch die Lautsprecher. Okay, Sie haben es gehört, liebe Freunde. Egal wie das Spiel am Samstag im Pigrol Sportpark ausgeht, nach dem Schlusspfiff wird sich Steffen Engelhardt das Mikrofon nehmen und Monster von Calcha Candela spielen. Das heißt, wir sehen uns am Samstag um 15 Uhr im Pigrol Sportpark zum Spiel Spielvereinigung Ansbach. Ja, bitte. Ich möchte nur was loswerden an die Fans und Zuschauer. Ich finde es klasse, dass ihr mit uns durch dick und dünn gegangen seid, jetzt auch in der schweren Zeit und jetzt wieder Trainerentlassung und neuer Trainer. Aber ich möchte euch trotzdem bitten, dass wenn ihr zu unserem Spiel kommt, dass ihr uns auch positiv unterstützt und nicht so wie die letzten Heimspiele, dass man nur Negatives auf dem Spielfeld hört, sondern wenn ihr schon kommt zum Zuschauen, dann bitte unterstützt uns auch positiv und seid ehrlich zu uns. Aber solche Sachen wie beim letzten Heimspiel, das ist einfach, als Spieler fühlt man sich da richtig schlecht unter dem Spiel. Und nach dem Spiel kann man auch mal Kritik vertragen, aber unter dem Spiel bitte ich euch, dass ihr uns unterstützt und nicht negativ reinruft. Danke. Ein schöneres Schlusswort kann es wohl kaum geben. Bis zum Samstag dann im Spiel Spielvereinigung Ansbach gegen wen spielen wir überhaupt? Bad Kötzting. Gegen den ersten FC Bad Kötzting. Tschüss.